Die Glühlampe gibt es seit 1920 ungefähr. Wir sind jetzt die fünfte, sechste Generation, die den Laden führt. Ich bin Mac Kretschmer und ich bin Barkeeper. Wir sind von außen gesehen, sind wir einfach wirklich eine Eckkneipe. Im Endeffekt, wenn man hier reinkommt, ist man eigentlich an einem ganz anderen Ort. Die Leute kommen hier einfach schon gezielt her. Wenn man Bock hat, irgendwie einfach nur ein Buch zu lesen in der Bar, mit ein bisschen Leuten drumherum, dann ist man auf jeden Fall hier ganz gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz ist hier auch an den Wochenenden zum Beispiel oder auch unter der Woche auch mal Halligalli. Du gehst in eine Eckkneipe, weil du halt diese ganze Einfachheit willst. Du willst nur ein Bier trinken. Das ist es. Ein Bier trinken und mit deinen Kumpels quatschen oder einfach nur die Schnauze halten. Für mich ist es einfach ein Ort, an dem sich sehr, sehr viele Menschen einfach treffen können. Ich kann es gar nicht mehr an einer Hand abzählen oder an beiden Händen abzählen, wie viele Leute hier sich kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Unter anderem habe ich meine Freundin hier kennengelernt. Kneipen werden immer da sein, weil sie gebraucht werden, weil sie halt dieser soziale Anlaufpunkt sind, weil sie die Gemütlichkeit darstellen, die man eventuell in der hektischen Welt draußen nicht hat.